Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen mit Airesu. Ich bin Airesu und wir sind immer noch in den Redford-Missionen und hören jetzt das Intro zur nächsten Mission, bevor ich dann die Aufnahme beende, um in der nächsten Aufnahme weiterzumachen. Doofe Situation. Wir nahmen uns von den Aliens alles, was wir gebrauchen konnten und fanden noch ein paar nette Sachen im Güterbahnhof, bevor wir weiterzogen. Okay, das habe ich komplett vergessen. Das müssen wir auch noch machen. Gut, wir können den Spinnenanzug und Exoanzug bekommen. Ranger bekommt den Spinnenanzug. Scharfschütze bekommt auch den Spinnenanzug. Grenadiere und Ziehsoldaten bekommen den Exoanzug. Klingt gut. Fortschrittliche Sprengkörper wären die Granaten. Die sind auch gut. Aber ich denke, die verbesserte Mobilität, besonders für den Scharfschützen, ist mir mehr wert. So, neue Fähigkeiten. Deckungsfeuer für unseren Spezialisten. Schattenschritt für Bradford. Sehr gut. Keine Reflexschüsse gegen ihn mehr. Oh, und neue Gegenstände. Wir haben erstmal hier den Gremlin Mark III. Sehr schön. Nanomedikit und Plasmagewehre. Das ist doch schön. Und die Klinge von Bradford wird auch verbessert. Energiepistole, Energiearm, also generell alles auf Energiewaffen hoch. Hier haben wir die Raketenwerfer für die Exo-Anzüge natürlich noch mit drin. Die Schredderkanone für unseren Ziehsoldaten. Okay, auch schön. Explosive Mischung und Kettenschutz jeweils für unsere Grenadiere. Und ja, Starman bekommt Ermunterung und Schisma. Ich weiß nicht, welche Fähigkeiten das waren. Also Ermunterung ist das, mit dem man die psychischen Effekte wegmachen kann. Da bin ich mir fast sicher. Okay, gut, dann weiter. Intro. Okay, erstmal Bronze. Das heißt, wenn wir es durchschaffen, die drei Einsätze, dann kommen wir auf jeden Fall zum nächsten. Ist auch zu erwarten, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so, dass ich versagen sollte. Theoretisch. Beachtet nicht Folge 100. Die Polizeiwache war der letzte große Orientierungspunkt am Rand der Stadt. Karte hin oder her, wir wussten, dass sich die Leute in Polizeiwachen, Armeekasernen und anderen Orten, von denen sie sich Schutz versprachen, versteckten. Viele dieser Menschen kämpften an diesen Orten ihr letztes Gefecht. Und ich war nicht gerade heiß darauf, über die Reste eines Massakers zu stolpern. Aber wir mussten sicher gehen. Als wir uns näherten, war schnell klar, dass die Aliens sich bereits in der Polizeiwache eingerichtet hatten und mit einer Mischung aus Advent-Einheiten und den üblichen Verdächtigen wimmelte es dort nur so von Feinden. Wer immer sich auch in der Wache verschanzt hatte, bot den Aliens definitiv einen Kampf. Bei unserem Eintreffen schwelten dort noch frische Plasma-Einschusslöcher. Gut. Erst einmal, ich habe nebenbei gerade nachgeguckt. Ich meinte nicht Folge 100, sondern Folge 98. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir genau bei Folge 100 neu angefangen haben. Was cool gewesen wäre, aber so nie geschah. Okay, ja. Wir sollen wieder Leute retten. Diesmal im Polizeirevier. Das machen wir dann. Ja, nicht in der nächsten Folge, sondern in der nächsten Aufnahme, die in dieser Folge stattfindet. Und wir haben eine giftige Klinge, wie es aussieht. Also die Plasmaklinge sieht sehr giftig aus. Also ich freue mich auf die neuen Waffen. Ich frage mich, wie das dann in den nächsten Kampagnen ist, ob wir da dann auch tatsächlich wieder neu anfangen müssen oder mit solchen Waffen direkt starten. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn wir mit vernünftigen Waffen direkt starten würden, wenn wir schon welche haben. Okay, also, ich hoffe, es hat gefallen. Ach, Quatsch, keine Abmoderation. Wir starten jetzt in diese Mission. Voller Energie und so, hoffe ich, je nach Tagesform beim Rest der Aufnahme. Also, bis jetzt. So, und weiter geht's. Ganz ohne Unterbrechung, ich bin vollkommen drin. Die Polizeistation, die greifen wir gerade an. Oder befreien wir. Ich glaube, wir befreien. Also, wir helfen den Leuten, die sich in der Polizeistation verstanzt haben, ne?
Genau so war das. Wie gesagt, ich bin voll drin. So. Ich wünschte wirklich, V würde hier starten und nicht Rusty. Es gibt einige Spiele, in denen man ja die Position vor dem Starten festlegen kann. Das wäre in solchen Fällen ganz gut. Du gehst mal hier hingucken. Okay, auch nicht zu sehen. Chrysaliden sind wir bisher noch gar nicht begegnet, ne? Dachte ich, erwähn's mal, um mir Pech zu bringen. Ich habe hier leider nirgends eine gute Position für den Kletterhaken gerade. Ich bezweifle, dass ich da hoch kann. Wäre aber cool. Das da wäre auch ziemlich gut. Okay, wir versuchen. Ne, Central schicken wir mit nach vorne. Aber wir versuchen hier links eine gute Scharfschützenposition zu erobern. Okay, I'll go. Bitte deckt uns auf. Okay, perfekt. Dann können wir V hier hinschicken. Rolling. So, im nächsten Zug kann sie... das wäre schon in Ordnung, denke ich. Doof, wenn von hier jemand angreifen würde. Hier wäre eine gute Position, denke ich. Auf jeden Fall bringen wir Starman noch mit hier hin. Okay. Wenn sie sich bewegen, sind sie fällig. Ganz schön aggressiv, der Herr. Oh oh. Wie unangenehm. Ich frage mich, ob wir den verschiedenen Fraktionen begegnen werden oder vielleicht auch den Auserwählten selbst. Ich glaube, die Position da draußen zu besetzen wird hier nicht wirklich viel bringen, ne? Wenn die da jetzt schon drin sind. Okay, das ist irgendwo links. Als wir eintrafen, war die Polizeiwache bereits von Advent-Truppen überrannt. Und sie nahmen keine Gefangenen. Wir sahen, was sie mit der Wache gemacht hatten und wussten, dass dort Menschen drin gewesen waren. Wir waren zuvor schon wütend, aber jetzt war unsere Motivation noch größer. Okay, auf den zu schießen ist eventuell nicht die beste Idee, weil da jemand dran steht. Was wir aber machen können, ist mit Central den hier retten. Die hier retten, Entschuldigung. Und dann stehen wir immer noch zu nah dran. Die Explosion bei denen hat immer eine relativ hohe Reichweite. Okay, vielleicht stirbt diese Person da jetzt. Ah, zum Glück nicht. Alles gut. Wenn sie gestorben wäre, wäre das fürs Wohl der Allgemeinheit gewesen. Okay, Central kommt nicht weit genug, um den zu schneiden. Muss also mit Sturm und Schuss hin. Und den anschließen, damit wir den Feuerschutz loswerden. Oh oh. Das war so nicht geplant. Um den hätte ich mir also gar keine Sorgen machen müssen. Um die. Okay, Rusty. 8-10. Nee, dann versuchen wir es hier mit dem Kettenschuss. 2 Treffer mit 85% Chance. Oder wir nehmen den einen guten. Okay. Okay, Sturm und Schuss ist aktiv. Das heißt, wir können versuchen, den dort... Bam. ...zu treffen. Feuerschutz entfernt. Wunderbar. Oh, und Stecherbonusaktion. Wunderbar. Dann können wir den wahrscheinlich... Also hoffentlich, vielleicht... Ja. 2 Crits. Wunderbar.
Der da ist natürlich ein Problem. Okay, wir bringen Demon hier hin. Oh oh. Haben die da einen dünnen Mann? Ah, nee. Das sind... Okay, da oben zu sein wäre doch gut gewesen. Seelenfeuer tötet den nicht, ne? Er könnte eventuell. Schredderkanone. Okay, die könnte theoretisch auch gut sein. Wenn wir nämlich das explodieren lassen. Und gleichzeitig das andere zerstören. So. Also das Haus hier zerstören. Runtergefallen, aber nicht gestorben. Schade. Trotzdem denke ich, war das eine sinnvolle Aktion. Und hier haben wir jetzt Leute ohne Deckung. Sehr schön. Ja, okay. Nehmen wir den Lanzenträger. Den bekommen wir mit höherer Wahrscheinlichkeit down. Sehr gut. Der Schildträger wäre natürlich besser gewesen, weil er nerviger ist, aber... Ja, um den müssen wir uns dann so kümmern. Eventuell geht die PB-Munition ja auch durch. Oh oh. Durch den Schild von dem durch. Ich glaub's nicht, aber. Ach, die sind oben. Und der explodiert. Autsch. Zum Glück hat er das nicht als erste Aktion gemacht. Dann hätte das nämlich noch ein paar Probleme gebracht. Ein paar zusätzliche Probleme. Okay, der hat sein Schild gemacht und jetzt wird er sich woanders hinbewegen. Oh Gott, ist das euer Ernst? Was soll ich denn da... Wie... Okay, PB-Munition hilft da natürlich und wir haben die Plasmakanonen. Das ist schon mal in Ordnung, aber... Die Polizei war nicht auf einen Krieg vorbereitet. Schon gar nicht auf eine Alien-Invasion. Nichts für ungut. Viele von ihnen hatten es versucht. Aber die meisten lebten nicht lange genug, um den Aliens etwas entgegenzusetzen. Die Situation hier war jedoch anders. Hier lagen viel mehr tote Aliens rum als gewöhnlich. Okay, wir versuchen hier hinzugehen. So. Wir haben zwei von den Granaten. Das heißt, wir können ihnen hier mal ein klein bisschen Schaden zufügen. So, wir nehmen den gleichzeitig die Deckung und treffen drei Leute, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Jetzt wäre es natürlich ganz gut, hätte ich... Ah, verdammt. Nur zwei Leute getroffen. Da haben wir den Schildträger. Starman kann hier leider gerade nichts ausrichten. Okay, mit einem Crit könnten wir den eventuell direkt erledigen. Sehr schön. Ja, Centaur, was machst du? Er hat leider nicht unerbittlich. Ich bin nicht sicher, ob wir da was treffen können, aber für den Fall der Fälle, ne? So, und hier... Versuchen wir. Unser Möglichstes. Oh Gott, Priester. Ist keine spielbezogene Reaktion, so reagiere ich immer, wenn ich welche sehe. Okay. Der ist aktiviert, ne? Ich glaube, der ist aktiviert. Okay, geringe Chance mit 8 bis 10. Der hat 7. 5 bis 7 garantiert. Wahnsinn. Ja, wir versuchen es mit Wahnsinn.
Panik könnte in der Situation ganz gut helfen. Oh, unter Gedankenkontrolle. Sehr schön. Okay, wir gehen... Wir gehen hier hin und schießen auf den. Auch mit der Schrotflinte sollten wir das noch auf die Entfernung hinkriegen. Oder auch nicht. Gut, das lag jetzt aber weniger an der Schrotflinte einfach, als einfach an, an Pech. So, okay. Sehr gut. Bei 2x mit 94% sollte das auch klappen, ne? Magazine sind leer. Und... Klein bisschen zerschreddert. Wir werden noch ein bisschen mehr Schaden einstecken in dieser Mission. Verdammt. Ja, lauf hier lang. Ah, verdammt. Hey, hört auf, die Zivilisten zu töten. Ah, Feuerschutz auch nicht wirklich schön. Heiliger Krieger für den Slayface? Das ist aber nicht nett. Ich wusste nicht, dass das geht. Jetzt rennt der auch noch weg. Oh Gott. Ja, zumindest ist der Feuerschutz hier weg. Oh, sehr schön. Der hat die eine Aktion benutzt, um hochzufahren und die andere... Achso, nee, doch nicht. Das Hochfahren ist keine Aktion. Gut zu wissen. Okay, aber wir haben eine gute Schutzposition hier. Gut, wir müssen uns wegbewegen. Aua! Okay. Ich dachte, der müsste beim zweiten Mal seine Explosion benutzen, aber offenbar nicht. Oh oh, so langsam haben wir hier ein Problem. War das jetzt noch ein Feuerschutzschuss oder war das der nächste normale Angriff hier? War jemand mit einer Handvoll Plasmagranaten durchgedreht. Es war unklar, welche Seite dafür verantwortlich war, aber irgendwer hatte den Ort in Schutt und Asche gelegt und es schien, als hätten alle Beteiligten dafür bezahlt. Wen bekommst du? Den Sektopoden, okay. Demon würde ich ganz gerne dort lassen, allerdings müsste ich dafür erst einmal hier ein bisschen heilen. Eventuell kriegen wir den Sektopoden in dieser Runde weg. Nicht Central, sondern Demon muss geheilt werden, bitte. Und 6 Trefferpunkte. Muss reichen. Ich frage mich. Nee, Rusty wird von hier den nicht noch erwischen. Der Doppelschuss würde da nämlich ziemlich gut helfen. Verdammt, ich kann hier aber auch nicht vernünftig bleiben. Der dort ist nämlich ein Problem. Okay, ich denke, wenn wir hier hingehen, sollte uns der nicht erreichen können. Und wir haben die volle Deckung und so, ne? Alles gut. Aber wir bekommen nicht mehr den ins Visier, den wir ins Visier bekommen wollen. Verdammt. Okay, dann schießen wir auf den da hinten. Daneben, nicht gut. Den Feuer können wir gegen den nur einsetzen. Das wollen wir nicht.
sie hier hinzubringen, bringt mir nichts. Der Raketenwerfer. Funktioniert das? Funktioniert. Macht weniger Schaden als gehofft. Aber wenigstens ist der jetzt komplett zerschreddert. Dann schicken wir den Soldaten mal hier hin. Wo er auf den Sektor Boden feuern kann. War das ein Treffer? Ich glaube schon, aber ich sehe keinen Schaden bisher. Okay, Central kann da immer noch nichts tun, leider. Okay, wir haben eine 100% Chance. Damit hätten wir eine 77% Chance, aber eine Chance, ihn zu erledigen. Das war nicht ausreichend, aber fast. Wenn es fast ausreichend ist. Starman. Bekommt die leider nicht ins Visier. Verdammt. Okay, dann erledigen wir den dort. So, immerhin hat das geklappt. Du gehst auf Feuerschutz. Wenn sich der Sektorbot bewegt, hoffe ich, dass ich ihn erledigen kann. Du greifst hier an, dann bist du wenigstens in Deckung. Wird mir gerade viel zu riskant alles. Gedankenkontrolle verloren. Verdammt, die ist also nicht ewig. Und wir werden umlaufen. Das ist nicht schön. Ah, okay, gestreift noch. Alles gut. Stasis gegen Bradford, auch nicht nett. Ah, verdammt, der Sektorbot bewegt sich nicht zuerst. Das ist auch noch der, den wir unter Gedankenkontrolle hatten. Das heißt, der darf sich direkt nach der Gedankenkontrolle bewegen. Aua, und die nächste Person, die Schaden genommen hat. Und der hat auch noch seine zwei Schüsse. Das könnte ein Toter sein. Autsch. Verdammt. Und... Autsch. 100%ige Trefferchance, oder was? Okay, zumindest da wird nicht getroffen. Jetzt wurde getroffen. Ich glaube, mit der Granate kann ich die hier nicht ausschalten. Läuft und läuft auf uns zu. Das ist nicht schön. Und jetzt sind zwei davon, oder? Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, der... Hatten diese Leute eine Wahl. Sie hätten ihre Flucht fortsetzen können. Hätten sich nicht hier für ihr letztes Gefecht verschanzen müssen. Aber sie hatten wohl einfach genug. Vier sie bis wussten, fünf, was auf sie nicht zukam. Und stellten sich dem mutig und entschlossen entgegen. Okay, Spatz, du musst heilen. Einmal dich. Da oben. Ich meine, klar, wäre schön, die retten zu können, aber... Okay, V.
Erledige zuerst einmal bitte den. Wunderbar. Und dann kann sie auch gar nichts mehr machen. Okay, hoffen wir, dass wir den erledigen können. Sehr schön. Offenbar hat sie ein Automatik. Nein, ein Mehrlader. So heißt das Ding. Okay. Du versuchst einfach mal den auszuschalten. Und es hat geklappt. Sehr schön. Starman, wen bekommst du dann noch? Wir benutzen die Plasmagranate für den tatsächlich. Wie wir den einfach unter Garantie erledigt haben. Weil der mir hier sonst eine zu unsichere Position erwischen kann. Hier einen Flankenangriff könnte der ohne Probleme machen. Das will ich nicht. Ah, deswegen wurde der mir angeboten, weil er gebrannt hat. Okay. Stasis beendet. Gedankenkontrolle wollen wir bitte nicht. Aber bisher schien es hier so, als wären wir immun, ne? Und wir sind nicht immun. Daneben, wunderbar. Langsam wird es hier ein wenig brenzlig. Und Umgang, nicht so schön. Viel mehr halt ich nicht aus. Au, okay, ja, er liegt. Verdammter Priester. Wenn ein Haufen Zivilisten bereit war, sich gegen Edwin zu stellen, obwohl sie wussten, dass sie keine Chance hatten, was würde man dann wohl über uns sagen, wenn wir uns zurückgezogen hätten? Nein. Keiner von uns wollte diesen Ort verlassen, bevor die Aliens ihre Schuld bezahlt hatten. Revitalisierung? Ja, warum nicht? So, okay. Ich hoffe nur, dass er dann auch tatsächlich weit genug laufen kann, um hier auszuhelfen. Kann er tatsächlich. Wunderbar. Moment, nein, wir machen das anders. Wir benutzen Sturm und Schuss. Und stellen uns direkt daneben. Ja, das hier scheint keine Deckung zu geben, was ich merkwürdig finde. Moment, aber das hier gibt ja Deckung. Und dann können wir aufmachen. Oder, Moment mal. Okay, automatisch macht er offenbar nicht auf, was ich auch merkwürdig finde. Hm. Sehr seltsam. Okay. Dann mal los! Wir haben Sturm und Schuss aktiviert, ne? So, Tür öffnen. Und 114% Crit-Chance. Das sollte ausreichen. So. Der geht in Stasis, aber die Gedankenkontrolle wird entfernt. Wunderbar. Was die? Gehen wir ein bisschen näher ran. Deswegen bekommen wir hier. Gut, dann gehe hier hin. Okay, ach, wegen dem da hinten. Okay. So, 74% Chance. Bitte mach. Daneben, nicht gut. So, Starman. Spute mal bitte hier hin. Absichtlich nicht hier hin, damit niemand auf ihn schießen kann. Du gehst hier hin und lädst nach. It's killing time.
Und gehst dann auf Pistolenfeuerschutz. Ja, da habe ich nicht vernünftig mitgedacht. Okay, aber der benutzt Heiliger Krieger. Wunderbar. Der hätte jetzt hier auf Bradford schießen können und ihn wieder in die Bewusstlosigkeit bringen können damit. Ich frage mich, ob er dann nochmal als ausgeschaltet gelten würde, oder... Aua. Okay, er lebt noch. Und Bradford hat ein Problem. Das sieht hässlich aus. Au. Ja, Streifschuss. Ja, okay. Zweimal gestorben. Damals wussten wir es nicht, aber die ganze Angelegenheit ist noch trauriger, wenn man bedenkt, dass die meisten dieser Aliens nur Marionetten in den Händen der Ältesten sind. Ich habe zwar kein Mitgefühl mit den Aliens, aber den Ältesten ist es völlig egal, wie viele von diesen Dingern wir töten. Okay, durch Heiliger Krieger wurde der letzte miterledigt. Jedes Opfer, jeder Verlust, all das machte mich nur noch wütender, noch entschlossener zu kämpfen. Okay, im letzten Zug haben wir eine ganze Menge neue Lebenspunkte bekommen. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit so nenne, aber das erinnert mich so an Yu-Gi-Oh! Diese Anzeige. Vom Design her überhaupt nicht, aber dieses Hochticken, das... kenne ich primär tatsächlich daher. Benötigte Runden 7, ein verloren, nicht gut. 17 Leute besiegt. Niemand hatte Lust, sich dort lange rumzutreiben und den Laden auszuräumen. Aber wir nahmen mit, was wir konnten, als wir von dort verschwanden. Okay. Spinnenanzug durch Geistanzug ersetzen und Exoanzug durch Waranzug, Waranzug. Ich denke, das ist ganz gut. So. Jetzt wird er unantastbar. Hätte ich eben gebraucht. Spezialisten-Servo-Rüstung. Ich hoffe, das ist was Gutes. Und Wachsamkeit. Das ist nach zweimal bewegen, geht es in Feuerschutz. Das ist ganz gut. Ruhige Hand. Ich weiß nicht, was das ist. Schusshagel. Das ist gut. Ein Blasterwerfer. Klingt gut. Ja. Unsere zweite Grenadierin ist gestorben, aber wir haben einen neuen bekommen. Yay. Granate abfeuern, zerfetzen und Sprengschuss hat der. Und unsere Zielsoldatin hat Inspirieren, Stasis-Schild und Sprengzünder. Meine Lieblingsfähigkeit. Na gut, nicht meine Lieblingsfähigkeit, aber eine meiner Lieblingsfähigkeiten mit den Zielsoldaten. So. Meine Lieblingsfähigkeit wäre wohl... Ach, verdammt. Jetzt habe ich... Die Landschaft wurde offener, als wir die Stadt hinter uns ließen. In der Hoffnung auf ein paar Stunden Erholung hielten wir auf die Farm zu. Uns war klar, dass die Aliens uns früher oder später aufstöbern würden. Wir hatten einen Pfad der Verwüstung hinterlassen, der in genau eine Richtung zeigte. Ich hatte dennoch auf eine kurze Verschnaufpause gehofft, bevor die nächsten Verstärkungen eintrafen. Wir erreichten einen schönen Hof mit einer großen roten Scheune und all dem Kram. Er erinnerte mich an die alte Familienfarm in Kansas, aber das ist eine andere Geschichte. Und diese hier führte uns leider direkt in den nächsten großen Kampf. Im Nachhinein betrachtet hätten wir uns von allen größeren Landmarken fernhalten sollen. Aber wir waren völlig fertig und keiner von uns konnte noch klar denken. Immer eine gute Voraussetzung. Ich finde es witzig, wenn man am Anfang der Mission hier hinguckt, dann sieht man es immer noch unübersetzt. Da stand eben was von Hostile Target statt feindliche Ziele. Gut, ja, ich habe vergessen darauf zu achten, das in die nächste Folge hier reinzunehmen. Dann eben in der nächsten Folge ohne vernünftiges Intro. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.